ist der Senior Didi. Nochmal mit Musik. Und heute will ich euch die dritte Sendung machen über die Loopstation. Und ist auch die letzte Sendung ist darüber. So über die Grundfunktion und was man dann noch alles so mitmachen kann. Also gelernt haben wir hier, rechts ist die Rhythmusmaschine. Kann man einstellen. Ganz, ganz viele verschiedene Rhythmen, Schnelligkeit, Beats und sowas, ja. Drückt man einmal drauf. Drückt man zweimal drauf. Ist das Ding wieder aus, ne? Einmal draufdrücken spielt er, zweimal draufdrücken ist er wieder aus. Dann kann man auch mal 2 Sekunden draufdrücken, dann macht er auch Aufnahme oder synchronisiert sich mit einem Loop. Diese beiden Schalter, die kann man separat klinken, dass das entweder einzeln läuft oder dass man das zusammenspielt. Und den Loop, den kann man genau dasselbe machen, draufdrücken macht man einen Rekord, draufdrücken macht er ein Playback. Und wenn man das alles zusammenspielen will, synchronisieren will, dann muss man beide Schalter schalten. Müsst ihr mal rauskriegen, dann kriegt er schon selber raus, dass man dann zweimal 2 Sekunden draufdrücken muss und sowas alles, ja. Und auch die Farben. Das ist die Lautstärke vom Loop, die Lautstärke vom Rhythmus. Machen wir leiser, ne? Ja? Das haben wir aber schon in der ersten Sendung erklärt, so mit der Rhythmusmaschine, was man damit alles machen kann. Mir geht es jetzt um Folgendes. Wir gucken uns gleich nochmal das Menü an, was man damit machen kann. Ja, und ich will euch nochmal zeigen, wie viele Rhythmen wir haben. Als erstes zeige ich euch jetzt mal, wie viele Rhythmen das Gerät hat. Das kann man auch auf Bild zeigen. Ja. Und will euch dann nochmal zeigen mit dem Menü, man kann auch ich mach das mal leiser. Kann man auch schon mal rausziehen. Da hat man rechts ganz oben einen Menüknopf. Und da gehen wir gleich mal rein. Das heißt Folgendes, wenn man das Gerät mal strubbelig gemacht hat und hat da keine Peile mehr von, dieses Gerät hat auch 99 Bänke, wo man 99 gespielte Sachen aufnehmen kann. Ne? 99 verschiedene, kann man Kanal 1 oder Kanal 20, da hat man schon ein Stück drauf gemacht. Das kann man entweder löschen oder speichern. Jetzt gibt es von, ich gehe mal einen Tacken weiter. Das zu zeigen. So, dann will ich euch jetzt erstmal eine Liste vorstellen. Das ist ja besser, als wenn man das immer so erzählt oder wenn man das laufen lässt, weil das über 222 Rhythmen-Pattern hat man. Und da gibt es eine Liste drüber. Ja? Dann sieht man also hier Akustik, Ballad, Blues, Jazz, Fusion, Pop. Ja? Bass, Soul, Softrock, Traditional, Punk und so weiter. Also die ganzen Rhythmen, die hier drin sind, die kann das Gerät jetzt auch spielen, ja? Ne, kann man sich eine Liste runterziehen, dann kann man das auch sehen, was man machen kann. Man sieht also, es ist eine ganze Menge, ja? So, das ist ja mal alleine die Rhythmusmaschine, rechte Seite von einem Loop. Da sieht man auch in welchen Takten, 3/4-Takt, 6/8-Takt. Da kann man also alles einstellen, wie man das wirklich so will, ja. Sidestick, Swing, Shuffle und so weiter, ja. So, das ist das Erste, was ich euch zeigen will.
Als zweites kann man den Computer und das Gerät zusammen verbinden, also den Loop am Computer anbinden. Das heißt also, die Loopstation, die hat hier zwei Klinkenstecker für MIDI-Anschlüsse und hat hier auch noch ein Mini-USB. Ja? Das ist so ein Gerät, was man so auch, so ein Stecker, den man auch hier in ein Smartphone reinstecken kann. Ja? Und wenn man den einsteckt hier und eine USB, das ist, ich glaube, mit USB 2 sogar, Highspeed, ja? Dann kann man den an den Computer anbinden. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Das heißt also, das ist so ein Stecker jetzt hier. Dann stecke ich jetzt mal in den Loop rein. So. Das heißt aber, der macht noch gar nichts. Jetzt muss man hier in der Menüsteuerung reinreden, also in der Menüführung. Drückt mal hier einfach auf dem Menü mal drauf. Dann sieht man, aha, Menü, Rhythmen und Loop. Da kann man jetzt einstellen, indem man hier an den Regler dreht. Ja, da geht man jetzt so mal ein weiter, Control, ja, kann man auch alles kontrollen. MIDI-Einstellungen, System. So, und das ist Mass Storage. Wenn wir den jetzt hier haben, dann drücken wir da einmal auf den Knopf drauf. Da ist jetzt off. Und jetzt machen wir den einmal an. Nehmen wir einmal drehen. Connecting. Und dann macht sich ein Bild auf im Computer. Ja. So. Und da haben wir schon eine Datei von Roland. Ich mach das mal größer jetzt. Dann klicken wir jetzt mal auf diese Datei. Ja, da haben wir hier Data und die Wave. Dann drücken wir auf Wave und haben dann hier ...99 Dateien. Das heißt also, alle Dateien, die man in den Loop speichern kann, die haben ja 99 Speicherplätze, ja, die kann man dann hier einsehen oder abgreifen. Jetzt ist natürlich, die ganzen Bänke sind jetzt leer. Ich habe hier noch nichts drin gespeichert. Aber wenn das mal gespeichert ist, dann kann man hier jetzt in den Computer gehen und sagen, pass mal auf, Nummer 21, da habe ich doch das mal aufgenommen und das mal gespielt und das mal, das können wir jetzt bearbeiten und runterziehen oder mitarbeiten, ja? Also hat man Zugriff auf 99 Plätze, die auch da in den Computer gespeichert sind. Ja, also wie gesagt, über den Computer kann man das jetzt machen. So, das will ich euch als erstes mal sagen. Das machen wir wieder aus. Und dann gibt es jetzt noch was. Da kann man also bei Boss oder ein Mixpad, Musikstudio Software, da drücke ich mal drauf. So, da kann man sich frei runterladen. Ja. Und kann jetzt über Computer auf die Roland-Datei draufdrücken und kann sich dann diese Spuren hier anlegen und bearbeiten. Ja, das will ich auch nochmal so nebenbei sagen. Man kann mit dem Loop auch auf den Computer gehen und hier arbeiten. Dann kann man sich Spuren anlegen, MIDI erstellen, Beatmaker, aber richtig toll mitarbeiten. Und diese Mixpad von NCH Software, die wird von Boss angeboten auch. Also, da braucht man also auch keine Angst haben, dass da irgendwelche Nebensoftwaren da sind und sowas, ja. Ein ganz tolles Programm, kann ich auch nur empfehlen. Ja. So, der Computer ist jetzt connected, ne. Und jetzt kann man also die Loops, die man hier aufgenommen hat, da hat man 99 Bänke, kann man dann auf die Roland-Datei, kann man abgreifen und kann die auch hier dann bearbeiten. Ja, da kann man dann alles mitmachen, kann man auf CD brennen und was weiß ich alles. Dann gehen wir nochmal ins Menü rein.
Und sagen, Connecting wollen wir jetzt mal disconnected. Ja? Ist er ausgeschaltet, also ist der jetzt nicht mehr mit dem Computer verbunden, kann man den rausziehen. Ja, ich denke mal, das ist erstmal verstanden. Und jetzt will ich euch noch was zeigen. Wenn das Gerät mal richtig strubbelig ist, das ist dann ganz schön viel Material, was da reingeht, oder wenn man tausendmal da drauf drückt, und dann hat man den ja auch mal irgendwann mal strubbelig gemacht, ne? Wenn man da keine richtige Peile von hat, dann kann man dieses Gerät wieder auf Werkseinstellung wieder zurückstellen. Ja? Das heißt also wenn man das neu aus dem Laden gekauft hat, dann hat man jetzt, sagen wir mal, hier so 1000 Rhythmen gemacht, ne? Hat 5000 mal hier drauf gedrückt, da drauf, und hat gesteuert und was weiß ich alles gemacht, ja? Und weiß nicht mehr, was abgeht. Ja? Dann macht man Folgendes. Ich mach den jetzt nochmal an. Dann drücken wir hier jetzt auf Menüsteuerung. Menü. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ich zeige euch das mal jetzt. Kann man also alles kontrollen, ja? MIDI. System. Da waren wir gerade, kann man den Computer mit anbinden. Off oder nicht off. Ne? Da kann man einstellen. Man kann also vieles mitmachen. Und wir gehen dann so weiter bis nach Menü Factory Store Reset. Das heißt also auf Menü drücken. Und mit dem Knopf kann man dann so weit gehen bis hierhin. Factory Reset. Dann drücken wir einmal auf diesen Knopf hier drauf. Factory Reset from 01. Und dann gucken wir, dass wir den Pfeil, dass wir den jetzt hier hinkriegen. Das heißt also, wir drücken einmal drauf. Aha, to this. Das heißt also, die Systemdateien wieder zurücksetzen. Drücken wir nochmal drauf. Da steht No und wir sagen jetzt Yes. Einmal drehen dran und drücken drauf. Und da hat er Executing und jetzt setzt er dieses Gerät, alles was wir strubbelig gemacht haben, wieder zurück. Und dann ist das Gerät hinterher wieder, als wenn man das aus dem Geschäft gekauft hat. Bloß da sollte man sich vorher genau überlegen, ja. Wenn man seine Datei noch nicht gespeichert hat, dann ist das natürlich auch alles weg, nicht? Man sollte vorher das, was man behalten will, erstmal speichern. So, jetzt hat er sich zurückgesetzt. Und wie aus dem Laden gekauft. Ja, habt ihr das verstanden? So, und das sind ja dann so die Grundfunktionen von diesem Gerät, ne? Also in der Menüsteuerung könnt ihr Loop einzeln einstellen oder ganz viele Parameter einstellen, bis hin zum Reset. Das heißt also, ein Zurücksetzen der ganzen strubbeligen Sachen, die wir hier gemacht haben. Und dann ist das so, als wenn du gerade aus der Kiste rausgeholt hast. Ja, und wie neu. Also das Ding ist jetzt jungfräulich. Tabula rasa haben wir gemacht. Ja? Okay, verstanden? So, und somit haben wir wieder ein ganz frisches Gerät, was keine Daten gespeichert hat. Ja? Dann kann man dann nochmal zu sagen, also wenn man hier Rhythmus macht, kann man separat machen. Wenn man hier einen Loop macht, kann man über diesen Loop nochmal einen auflegen. Also man kann Spuren nicht nebeneinander machen, sondern übereinander machen. Man kann alleine ein Konzert machen. Ja. Man kann das also ganz locker steuern. Man muss dann nur eben so ein bisschen mal mitspielen. Und wenn man das Ding strubbelig gemacht hat und hat so viele Bänke belegt oder irgendwas, was nicht mehr so richtig funktioniert, geht man ins Menü rein und steuert das Ding neu. Ja? Ja? Mit diesem Knopf, wenn man da drauf drückt, kann man den Cursor bewegen.
wenn man diesen Knopf dreht, kann man dann die Parameter einstellen. Ne? So, laut und leise für den Loop, laut und leise für den Rhythmus. Kann man separat spielen lassen oder eben zusammen synchronisieren. Ja? Ihr müsst euch mal so ein bisschen ins Eingemachte begeben, ein bisschen mitspielen. Und da ist halt grundlegend jetzt mit gesagt zu diesem Gerät. Also ist wirklich ein Top-Gerät, muss ich sagen. Ja. Ja, dann schnappt euch jetzt mal eine Gitarre oder einen Bass. Dann könnt ihr euren Rhythmus hier einstellen. Ob langsam oder schnell. Und dann könnt ihr euren eigenen Sound machen. Und somit habt ihr schon mal einen Drummer gespart. Und in dieser Corona-Zeit hat das schon viel Sinn, wenn man jetzt mal nicht mehr im Proberaum gehen kann. Oder mit Leuten zusammenspielen kann, dann kann man hier ganz alleine als Big Band arbeiten. Ja? Tango. Ja, wollen wir ein Tango tanzen? Drei Achtel. So, damit haben wir alles gesagt. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man, wenn man so ein Reset macht, ja, also das zurücksetzen, wie in Werkseinstellung, dann sollte man das, was man vorher in den 99 Bänken, die man hat, die man gespeichert hat oder bestimmte Sachen, die sollte man erstmal auf Computer legen oder woanders hin, ja, dass da nichts gelöscht wird, was man eigentlich behalten will. Ja. Und dann kann man diesen Reset machen, Menüeinstellung reingehen, kann das Gerät wieder zurücksetzen. Dann ist das wie neu gekauft, ja? So, dann würde ich sagen, da kann man ja weiter nichts mehr zu sagen. Rhythmenmaschine, Loopmaschine, Gitarre reinstecken, Bass oder hier noch ein paar Effektgeräte reinmachen, kann man auch machen. MIDI-Geräte am Computer anbinden. Kann man hier Spuren anlegen, ja? Oder mit was man hier im Bänkel angelegt hat, verarbeiten oder bearbeiten. Also unendlich Möglichkeiten, ja? Und ich habe nochmal geguckt, also das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, wo es auf den Markt kam. Mit einer, also neue Generation der Loopstation. Ja? Und ist im Grunde für Anfänger, für Leute, die damit erstmal probieren und anfangen, ganz tolle Maschine, ja? Gibt's natürlich auch riesen Kübel. Aber für die Anwendung, die ich machen will, reicht mir das. So, dann wünsche ich euch alles Gute, macht's gut. Man hört und sieht sich. Ciao, ciao. Mano Valza, ciao!